Ja, hallo Leute, ein neues Tabak-Review von mir. Und zwar geht es heute um ein Adalier, und zwar den Lady Killer. Hier seht ihr den Preis, na, 13,90 für 200 Gramm. Bekommen habe ich den vom lieben Gadur. Carlo, liebe Grüße an dich. Besuch den Carlo in seinem Relax-Shop in Dierdorf. Ja, kommen wir direkt zum Schnitt. Ich habe schon ein bisschen was geraucht. Ist ein sehr feiner Schnitt, Adalier typisch meiner Meinung nach. Ja, Lady Killer. Also direkt riecht man meiner Meinung nach Mango raus, ja. Also so eine süßliche Mango. Und dann wird es schwierig. Also es ist ein sehr fruchtiger Tabak. Wenn man weiß, dass Melone, Mango, Beeren und Minze drin sein soll, würde ich sagen, riecht man so eine Beerennote raus, ja. Die Mango dominiert da so ein bisschen. Und ich würde sagen, die Beerennote ist so ein bisschen wie die von Alfacher, diese Beeren-Berry-Note so ein bisschen. Aber die Mango-Note, die steht einfach dominant da. Und da kann man so viel riechen, wie man will. Man hat einfach nur eine kräftige, süße Mango und irgendwie noch im Unterton was mit bei. Das Setup seht ihr wie immer eingeblendet. Zwei langdickere Alufolie, drei Black Kokos, Agarhausschlauch und der Fire Funnel, habe ich schon gesagt. Ne? Zwei langdickere Alufolie, drei, ja. Ja. Im Geschmack kommt diese Beerennote ein bisschen mehr zur Geltung. Honigmelone, ich würde sagen, die geht unter. Also, was ich schon mal positiv finde, die Minze, die ist wirklich sehr dezent. Wenn ihr einatmet, habt ihr diese Frische im Hals. Der atmet aus und dann kommt dieses Fruchtgemisch zwischen Beere und Mango so als süßliche Note raus. Und es verbleibt so eine leichte, frische Minznote im Mund. Also es ist wirklich so, er atmet aus, da kommt so dieser Berry von AF, finde ich, raus. Und dann kommt so noch die süße Mango mit bei. Finde ich, ist eine echt coole Kombination. Zog meine Nase, weil ich zu viel gerochen habe. Ist eine echt coole Kombination, die mir persönlich sehr schmeckt. Melone vermisse ich hier so ein bisschen, ja. Es ist definitiv, denke ich mal, keine Wassermelone. Das würde man schmecken. Ich denke mal, das geht eher so in die Richtung Honigmelone. Vielleicht ist es mit bei. Vielleicht bildet man sich das ein. Aber ich würde sagen, es ist eher so ein Beeren. Eine Beerenmischung mit einer sehr süßen Mango und das Ganze mit einer sehr dezenten Minze, finde ich ganz cool. 7 von 10 Punkten, klare Kaufempfehlung dafür, kann man sich antun. Ich werde den mir auf jeden Fall nochmal holen, weil er ist echt super lecker. Und ja, das war es auch schon wieder von mir. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis dann.